Hallo, hier ist Christoph und das ist das Hands-On mit dem neuen Samsung Galaxy Note 3. Klar, das Highlight der IFA. Wir haben hier ein 5,7 Zoll Display, genauer gesagt ein 5,68 Zoll Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixel. Ganz hat ein super AMOLED-Panel, das heißt hier farbenfroh, wirklich schöne Farben, ähnlich wie am Samsung Galaxy S4. Und ja, wir sehen hier auch von der Performance ganz gut mit der TouchWiz-Oberfläche. Es kommt nämlich der neue Qualcomm Snapdragon 800 Prozessor mit 2,3 GHz. Zum Einsatz 3 GB Arbeitsspeicher und bereits Android 4.3 Jelly Bean, im Prinzip die neueste Version. Und ja, es gibt ein paar neue Features, aber dazu kommen wir erst später. Schauen wir uns erst das Design an. Es wirkt jetzt etwas kantiger und ich muss euch ehrlich sagen, das Gerät liegt einfach trotzdem noch gut in der Hand, obwohl es ein größeres Display hat und wirkt auch nicht irgendwie übergroß. Im Vergleich dazu das Sony Xperia Z Ultra, was schon wirklich einiges größer ist mit dem 6,4 Zoll Display. Aber ansonsten, hier von den Highlights her ist für mich die Rückseite. Samsung hat etwas gemacht, sie haben etwas geändert. Eigentlich ganz simpel, sie haben hier Kunstleder integriert. Wirkt nicht glossy, wirkt hochwertiger und ja, einfach intuitiv, gut, einfach gut gemacht. Das ist trotzdem noch ganz normaler Akkudeckel, den man herunternehmen kann. Darunter befindet sich ein 3200 mAh Akku. Natürlich der SIM-Slot und auch ein MicroSD-Slot, damit man den internen Speicher von 32 GB oder 64 GB einfach erweitern kann. Auf der Unterseite haben wir den S-Pen-Slot, hierzu wieder der S-Pen, Micro-USB, dann hier der Volume-Rocker, Audioanschluss, Infrarot-Port und hier auch noch der Power-Button. Und ja, schauen wir uns jetzt vielleicht ein bisschen von den Features an. Hier die Performance ganz flott hier nochmal. Wir können auch direkt mal auf taptech.de gehen. Und inzwischen sehen wir jetzt gleich hier das neue Multi-Window-Feature. Das möchten wir hier. Hier läuft der Browser und wir möchten einfach den gleichen Browser nochmal starten. Das ist vorher nicht gegangen, aber wir haben jetzt zweimal den Samsung-Browser gestartet und das geht. Das ist neu. Das heißt, ihr könnt zweimal Chrome aufmachen oder zweimal YouTube oder sonst was. Praktisch, gut gemacht, einfach gut gelöst. Natürlich auch ein Feature hier von dem Samsung Galaxy Note 10.1 2013-14 Edition. Jetzt kurz hier in den Ordnern, die werden einfach aufgewürfelt. Und wenn ich jetzt auf dem S-Pen den Button drücke und nicht ganz am Display ankomme, dann gibt es diese neue Features. Und ich kann hier zum Beispiel Action Memo öffnen. Das ist im Prinzip ein neues Notizbuch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Nummer eingeben würde, diesen Knopf drücke, wird das markiert. Ich kann das natürlich auch selbst markieren, kann das sofort anrufen oder im Internet suchen, Google Maps oder sonst was. Richtig praktisch und richtig intuitiv, also richtig gut gemacht hier von den Features. Ist nämlich auch ein neues S-Note integriert hier mit einer neuen UI und auch neuen Funktionen. Und es gibt hier auch als Funktion, dass ihr überall die Handschrifterkennung aktivieren könnt. Dazu hier kurz eintippen, kurz. Und dann 0699 oder 0172 irgendwas eingeben und ihr könnt das schon anrufen. Wirklich praktische Features, die hier Samsung integriert hat. Aber das war's jetzt erstmal mit dem Hands-On. In Kürze findet ihr dann auf taptech.de und auf YouTube ein paar Beispielbilder und Fotos der 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und natürlich mehr Videos zur Software und zu den Features des Galaxy Note 3. Ich bin Christoph, ich sage danke fürs Zusehen.